Moin Moin Leute und willkommen zurück zur Destiny Alpha. Wir spielen heute wieder mal eine Runde PvP im Schmelztiegel. Ich habe mich auch mal ein bisschen informiert. Man bekommt immer, wenn man das Ganze hier abschließt, ein bisschen Ruf bei dieser Fraktion und auch Marken. Mit der kann man sich dann am Ende natürlich auch coole Ausrüstung kaufen. Das heißt, man sammelt hier ein bisschen Ruf, man sammelt hier ein bisschen Marken und kauft sich dafür dann auch wieder coole Ausrüstung. Es geht also wirklich mehr so in die Richtung MMORPG, habe ich schon das Gefühl, zumindest was das angeht. Der Schmelztiegel wird übrigens nicht nur die Art von Eroberung haben, wie ihr hier seht, sondern auch mehrere Versionen, aber die sind in der Alpha zumindest momentan noch nicht verfügbar. Da mich auch schon manche Leute gefragt haben, wie sie in die Alpha reinkommen, das geht momentan glaube ich nicht mehr, die ist auch glaube ich schon ein paar Tagen wieder vorbei. Allerdings startet die Beta in ungefähr einem Monat. Und da könnt ihr dran teilnehmen. Da müsst ihr letztendlich das Spiel nur vorbestellen und dann kommt ihr da sicher rein. Den Link findet ihr zum Beispiel unten in der Beschreibung. Dann bestellt ihr das Spiel einfach vor auf Amazon und dann bekommt ihr eigentlich schon den Key zugestanden von Amazon. Und könnt dann am 17. Juli startet die Beta dran teilnehmen. Ich weiß nicht genau, wie lange die gehen wird und was die für Sachen dabei haben wird, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch mal richtig cool werden. Wenn das hier erst die Alpha ist, will ich gar nicht wissen, was alles erst in der Beta ist. Leider kann man in der Alpha nur bis Level 8 leveln. Ich habe auch schon ein bisschen Solo gerade eben gespielt. Ohne Aufnahme. Wollte jetzt aber noch ein bisschen was mit euch aufnehmen und euch ein bisschen was zeigen vom Spiel, weil ich es wirklich super geil finde. Es gibt auch noch eine weitere Multiplayer-Map. Die sieht ein bisschen anders aus. Die ist ein bisschen enger. Ohne Fahrzeuge, glaube ich. Sogar mit Schnee. Oh Mann, da ist wer drin. Kriege ich die scheiß Raketen da rein? Ja. Das Fahrzeug ist super krass, es macht ultra viel Schaden. Ich weiß auch noch nicht, ob sie das vielleicht noch ein bisschen nerven werden oder ob die Leute später ein bisschen mehr wissen, wie sie auf Fahrzeuge reagieren können, damit sie das ein bisschen mehr auseinandernehmen können. Oder das Raketenteil hier, das macht übelst krassen Damage. Das kommt da von der Seite. Ist aber, glaube ich, jetzt keiner mehr drin. Gut, gucken wir mal. C wurde gerade übernommen. Vielleicht können wir zu C hochheizen. So, ob man sich das nicht gleich voll gegen die Wand hämme. Der Boost ist auch super cool. Zone A neutralized. Oh, C da hinten. Aua. Bin gespannt, was sie dann in die Beta reinpacken werden. Wenn man davon ausgeht, dass da mehr drin sein sollte. Ich glaube, da kann ich eh nicht durchschießen. Enemy captured Zone A. Die haben jetzt. Oh. Zone B lost. Der ist da drüber gesprungen, ey. Zone C secure. Der Nachteil an dem Ding ist, es ist relativ langsam und. Man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man sich selbst nicht gleich mit den Raketen in die Luft springt. Aber ansonsten ist das Panzer, was auch immer, der Panzergleiter, Hoover hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war zum Beispiel ziemlich knapp. Man kann hier nämlich auch relativ schnell rausgeschossen werden. Oder auch ein Special, das... Oh, 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 oh. Aua. Ein Special und das Ding fliegt ja auch auseinander. Ich habe so ein Ding ja schon mal auseinandergenommen mit meinem Special. Das geht dann relativ fix. Ist der ausgestiegen? Boah. Das war knapp, ey. Wir haben B verloren, jetzt heiße ich da schnell hoch. Und versuche das zurückzuholen. Und hier wird hundertprozentig jemand sitzen. Guck mal, da oben springt er schon. Dreh doch und schieß! Aua, aua, aua. Kann ich jetzt hier B chillig übernehmen? Ne, da kommt noch einer. So, zurück. Ich freue mich sehr auf das Spiel, muss ich sagen, ey. Ich weiß gar nicht wieso, aber... Macht mir richtig Spaß. Warte mal, hinter dir, mit deinem komischen... Ist ja fetzig. Mit dem komischen Geschütz, wollte ich sagen. Ich finde, das Handling haben sie halt einfach perfekt hingekommen. Aber das hat Bungie halt auch einfach drauf durch Halo. Die wissen halt, wie man Konsolenshooter bauen muss, wie das funktionieren muss. Willst du da jetzt in den Turm rein? Ich sag euch gleich, schießt mich hier irgendjemand drauf. Die müssen so einen Hasscard auf mich haben. Weil ich die nur mit dem Ding jetzt zerschredder.
Wird schon sein scheiß Gamepad auf den Boden geworfen haben und der scheiß OP-Ding. Ich find's auch OP, ja. Kommt nämlich jemand von hinten und schießt ihm einfach zwei Raketen in den Sack. Ja, wir führen auch relativ haushoch. A gehört uns noch, B gehört uns noch. Wir können echt So, versuchen. B's Ne, lost. B lost. Oh Gott, heizen wir jetzt hier rum. Warte mal. Da. Ah! Ich wollte schon sagen, sitzt da nicht jemand drin? Ah, kacke, ich habe mich verguckt. Egal. Was ihr jetzt übrigens seht, ist die Auto. Ja, ist keine Zone C Sniper, aber eine neutralized. semi-automatische Waffe. Die schießt ja nicht mehr so schnell. Ich hatte vorher immer diese Burst-Waffe dabei. Die schießt ein bisschen langsamer hier, macht dafür aber auch deutlich mehr Schaden. So, mein Super ist auch ready. Zone C secure. Und mal gucken, ob wir damit sonst noch jemand gleich auseinander. Na, ich wollte schon sagen, hat er das überlebt? Nee. Oh. Zack. Aua. Hat mich aber fast mitgenommen, ey. Guck mal, da oben ist Heavy Ammo. Die schnapp ich mir jetzt noch. Yes. Einsammeln. Und dann geht's jetzt los. Nochmal, da unten ist gerade jemand lang geheizt. Ich glaube, das war vom Gegnerteam. Irgendwie B, ja, der will B hier auseinandernehmen. Ich halte jetzt einfach eine Granate auf dem Boden. Zone A Und er lost. geht daran drauf. Granaten sind echt heavy. Muss man aufpassen, ne? Ich stelle mich hier am besten in die Ecke, weil dann habe ich von hinten wenigstens Deckung. Enemy captured Zone A. Die haben A You eingenommen, okay. neutralized Zone B. Gehen wir nur gleich in die Richtung am besten. Oh. Ist der ausgestiegen? Zone Ja. C. Boah, wie der mich von hinten weggefetzt hat. Was war das? Irgendwie so ein aufgeladenes Blitzteil, ey. One-Shot. Krasser Scheiß. Es gibt voll die geilen abgespaceden Waffen. Ich werde nachher gleich auch noch ein bisschen, oder morgen vielleicht, ein bisschen PvE machen. Das heißt, wir werden nicht nur Show PvP them that you've machen. got this. Schade ist nämlich, dass man zum Beispiel das ganze PvP-Zeug, was man sich hier erspielen könnte, mit diesen Marken, die man hier erfarmt und den Rang und dem ganzen Zeug, dafür braucht man Level 20. Und 20 kann man in der Beta gar nicht werden. Deswegen komme ich hier, glaube ich, nur sehr schwer an neue Ausrüstung. Manchmal leckt es auch ein bisschen, wie ihr gerade gesehen habt. Zone Deswegen muss ich A vielleicht da einfach noch ein neutralized. bisschen PvE Zone aufmachen, um mal C ein paar coole locked. neue Sachen auszumachen. Und ich möchte auch noch ein paar neue andere Rassen, sag ich schon, Klassen anspielen. Zone So, A A haben wir eingenommen, secure. dann muss ich da gar nicht mehr hin. Enemy B gehört captured uns. Zone C. Au, fuck. Und wo? Ist da hoch. Jetzt will ich die Munition da oben haben. Na los. Ich kann die gar nicht einsammeln. Scheiße. Okay, Zone das wird A jetzt lost. lustig. Okay, ich dachte schon, hier wird jemand sitzen. Und dann würde ich ihm, hätte ich mir vielleicht im Nahkampf eins gegeben. Oh Gott, draußen fährt so ein Enemy Fahrzeug rum, captured oder? Zone A. Oh ja. You Ach shit, neutralized Zone ey. C. Wollte noch weglaufen. Hätte ich mir sparen können. Ich weiß nicht, ob der Nahkampf sich gelohnt hätte bei so einem Fahrzeug. Ich glaube nicht. Scheiße! Fast habe ich ihn. Fast. Und das im Nahkampf. Also, ja, gut, wenn er auf einen zufährt, dann lohnt sich Nahkampf schon. Ansonsten eher weniger. Dann wollen wir den mal runterholen von seinem Fahrzeug. Wo ist er? Oh. Heavy ammo inbound. Wo kommt er? Ist Heavy er ammo ausgestiegen? available. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Ha. Zone B Interessant. lost. Enemy captured Zone B. They've got them all, Oh. Guardians. Die haben alle Punkte gerade Zone C eingenommen? neutralized. Fuck. Müssen wir jetzt mal Zone uns A A kümmern. neutralized. Okay, da kommt ein Freund. Alles gut. You Ich hoffe, wir captured bekommen Zone gleich die A. neue Map. Da habe ich Bock drauf.
Weil die sah wirklich sexy aus. Die war leider nur so kurz dran, deswegen konnte ich die nicht aufnehmen. Aber ich bin guter Dinge. Die wird nämlich öfter gespielt. Jetzt, wenn ich Spiele habe, ich dachte, es würde nur eine Map geben in Alpha. Und dann war ich eigentlich voll erstaunt. Auf einmal bin ich in der neuen Map. Guck mal, C ist einer. Oh, nicht nur einer! Zwei habe ich mitgenommen, ey, und die habe ich auch instant zerbrezelt. Sehr geil. Voll reingebrezelt. Ich liebe diese super Special-Fähigkeiten. Ich finde, sie passen auch super ins Spiel, muss ich sagen. Wird auseinandergenommen, ja. Au. Von hinten? Ey, das hat mich fast umgebracht, ey. Zone A lost. Ich hol den jetzt aus seinem scheiß Geschütz, ey. Aua. Enemy captured. Ah, frisst die Granate, frisst die... Na, ist schlau genug gewesen, einfach zur Seite wegzustrafen. Fuck, der kam von hinten, ey. Ich wollte dem aus dem scheiß Geschütz rausschießen. Ist mir leider nicht hundertprozentig gelungen. Aber ich komme langsam rein in das Spiel. Langsam kriege ich ein Gefühl für den Controller. Für das Pacing. Läuft. So, A. Aber wir gewinnen das noch, oder? Draußen schon wieder Fahrzeuge. Zone A. Zone A's captured. It's yours. Na, und jetzt geht's vor. Wir holen uns jetzt nämlich C. Zone C lost. Wenn gleich die neue Map reinkommt, dann spielen wir die noch. Ansonsten werde ich mal gucken, ob ich sonst vielleicht PvE mache. In einer neuen Folge. Na, kommst du runter, dann... Nein! Ich war noch nicht nah genug dran. Das war dumm. Aber wir haben auf jeden Fall gleich gewonnen. 10 seconds remaining. C wird auch eingenommen. Zone C, neutralized. Und zack, win. More efforts like that and we might just win this. Er ist noch runtergeschossen. Sehr geil. Sehr geil zum Ende, den Typen noch von seinem komischen Bike geholt. Oh, das gab auch kräftig EP, fast ein halbes Level, ey. Nicht schlecht. Glimmer, das sind die Standardpunkte und diese Schmelztiegel-Marken, die ich gerade bekommen habe, das sind größtenteils halt die Marken, die man sich dann bei dieser Fraktion, für die ich da anscheinend gerade kämpfe, dann die Items kaufen kann. So, KD von 2,86. Gar nicht mal so schlecht. Ansonsten, guck mal, hier kann man mit Glück auch... cooles Zeug bekommen. Weiße Sachen, naja, gut. Aber eine grüne Schrotflinte oder sowas könnte man auch bekommen durchs PvP. Naja, wir wollen mal gucken, was wir gleich reinkriegen. Wir können uns auch nochmal kurz an den Skillbaum gucken. Ich würde mich da nämlich auch gerne gleich nochmal kurz umgucken. Wenn wir gleich eh kurz warten müssen. 9 von 12 sind wir noch, alles klar. Das heißt, wir gehen mal ins Menü. Ich gehe mal in meinen Skillbaum. Und mal gucken, was wir als nächstes freischalten. Eine Granate, die sich mit Streumunition auftritt und ein großes Gebiet mit Explosion übersät. Okay, was haben wir jetzt? Die einen Vortex erschafft. Okay, die bleibt, die ist gleichbleibend und die macht eine große Explosion anscheinend. Verbessert das Gleiten. Erschafft einen Nova-Vortex. Wenn Feinde mit Energieabzug eliminiert werden, erhöht sich kurzzeitig das Bewegungstempo. Okay. Ja, okay, das sind dann immer... Da muss man sich wahrscheinlich was aussuchen. Irgendeins von denen. Streugranate, Blitz... Ein Blitz aus Leere und Licht, der sich beim Auftreffen in kleine zielsuchende Blitze geballt. Oh, okay. Was gibt's hier noch so? Nova-Bomben suchen Ziele. Auf Feinde geworfen, Nova-Bomben oder Granaten lösen. Ah, da hat das schon ausgemacht. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die neue Map. Weil ich würde die gerne spielen. Oh, wobei, nein! Das kommt öfter mal. Wenn man dann irgendwie ins neue Game joinen will. Na, warte, wir machen uns kurz und schmerzlos. Der Schmelztiegel... Start. Und mal gucken, was wir finden. Weil es dauert nicht so lange. Ich habe ja auch so komisches Material bekommen. Ich weiß nicht, ob es am Ende auch noch Crafting gibt oder so. Ich muss mich da nochmal ein bisschen mehr informieren. Oder in der Beta mich dann halt ein bisschen weiter reinschauen, was es da noch alles gibt. Ich würde auf jeden Fall gerne die Zweitwaffe halt austauschen, weil die Schrotflinte ist echt nicht so das... gelbe vom Ei. Ich glaube, ich nehme mal jetzt das Impulsgewehr. Nee, das hatte ich schon. Die Handfeuerwaffe. Nee.
Ich hoffe, ich nehme einfach die Vollautomatik. Sturmgewehr und probiere es damals mal. Mal gucken, wie die mir liegen wird. Obwohl, die Karte haben wir schon ganz am Anfang gehabt, glaube ich, in der in dem PvE-Teil da. Da hatte man die, glaube ich. Ja. So, 8 von 12, 9 von 12, 10 von 12. Okay, geht jetzt schnell fix. Ich hoffe, das wird die neue Map. Die ist nämlich mit Schnee. Die sah wirklich sexy aus. Oh, jetzt sind es nur 10 von 12, komm. Was mache ich? Na, oh Gott, ich wollte gerade sagen, was mache ich? Einen kleinen Cut, dann müsst ihr nicht extra warten. Weil er jetzt fertig gefunden hat. Muss ich das nicht extra machen. Da seht ihr auch. Schmelztiegel-Marken, es gibt die Schmelztiegel-Ausrüstung und es gibt den Ruf bei dieser Fraktion. Ich bin mal gespannt, wie viele Fraktionen es dann am Ende auch geben wird. Okay, jetzt sind es wieder 10 von 12. Okay, ich mache einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder.